Dazu gibt es eine kleine Vorbemerkung. Sie erinnern sich an die Produktregel. Also Bemerkung, Vorbemerkung. Betrachte U mal V. Also U ist eine Funktion von x, V ist eine Funktion von x. Ich lasse mal die Variable x weg. Und wenn ich jetzt von diesem Produkt die Ableitung bilde, dann habe ich die Produktregel. Das heißt, ich habe dann stehen U Strich mal V plus U mal V Strich, Produktregel, bei der Differenziation. Das kennt ihr alle. Und jetzt stelle ich das um in U mal V Strich. Mal gucken, dass ich die richtige Reihenfolge nehme, dass ich konsequent schreibe. Sonst muss ich da umdenken. U mal V Strich. Okay. Ist dann gleich U mal V, alles abgeleitet, minus U' mal V. Trivial. Ne? Davon die Integration. Jetzt kommt sozusagen die neue Idee. Dann steht da das Integral. U, schreib's mal erstmal ganz in der Kurzform. U mal V' dx ist gleich Integral U mal V. Abgeleitet insgesamt dx minus Integral U Strich mal V dx. Und das könnte und tut auch in manchen Fällen einen bestimmten Lösungsweg auf. Man sollte das hier noch schreiben, sich klar im Klaren sein, was das bedeutet. Das hier ist die Ableitung von U mal V. Und wenn Sie davon das Integral bilden, nach dem Hauptsatz der Differential- und Integralreihe, ist es nichts anderes als U mal V. Also die Formel, die Sie jetzt bekommen, haben wir folgende Formel. Ich schreibe jetzt die Variablen rein. U von x mal V' von x dx ist gleich. Also wenn ich das nicht lösen kann, dann wandle ich um in ein anderes Integral, was ich vielleicht lösen kann. Also das hier ist dann klar, U von x mal V von x minus, und jetzt kommt ein Integral, also eigentlich sieht es so aus, wenn man nichts gewonnen hätte, denn jetzt hat man einfach das eine Integral umgeschrieben in ein anderes Integral. Der Unterschied zwischen den beiden ist, dass im zweiten Fall, bei diesem Integral, der erste Term abgeleitet wird und der zweite Term, das Integral ist die Stammfunktion von diesem zweiten Term. Und das bringt manchmal Vorteile. Das werden Sie gleich sehen. Beispiel. Für partielle Integration. Also das hier ist die Formel, die wir jetzt demnächst benutzen. Oder in ihrer Kurzform. Also das nennt man, schreibt mal hier vorne dran, PI. PI steht für partielle Integration. Und jetzt nehmen wir ein Beispiel. Okay, das erste heißt x mal cosinus x. Integral i. X mal cosinus x. Das geht nicht
Das geht nicht mit Substitution, ist auch kein Grundintegral. Sehen Sie das? Wo ist die Frage? Ja? U von x mal v von x steht da unten, oder? Hier steht U von x mal v von x. Also das ist ein U. Wenn das missraten sein soll, ich frage es nochmal. Das ist auch U. Nee, Entschuldigung, das war ein Fehler. Da ist kein Strich. Ja, das ist ein Schreibfehler. Das ist ja schon integriert, ne? Das ist U mal V. Weiter. Keine Ableitung. Also der Witz ist eben, man wälzt sozusagen die Ableitung von hier, von V auf das U rüber. Und dazwischen steht ein Term, den Sie dann sowieso rauskriegen. Das ist kein Problem. Aber das Problem ist jetzt, dass man jetzt einen Ausdruck hat, wo die Ableitung bei dem anderen Faktor steht. Ja, das ist der Witz. Und jetzt gucken wir uns das mal an. Wenn wir uns das hier angucken und wir betrachten diese Formel hier, dann können Sie im Grunde genommen, wenn Sie das als Ableitung sehen, können Sie die Ableitung hier rüber wechseln, dann kommt hier eine 1 raus und dann wird es gut. Das Integral von dem Ding, nicht dafür, der Preis, den Sie dafür bezahlen müssen, ist, dass Sie den Kosinus integrieren müssen. Das tut aber nicht weh. Das Kosinus integriert gibt minus Sinus. Und wenn Sie das x ableiten, verschwindet die Funktion, wird nämlich gleich 1. Also verschwindet nicht, aber es wird einfach. Und auf diese Weise kann man jetzt sozusagen dieses Integral lösen, ohne Substitution und ohne, dass es ein Grundintegral ist. Also, wir setzen Folgendes. Also man überlegt sich immer hier, was die abgeleitete Funktion ist und was die zu integrierende Funktion ist. Funktion ist, die Sie ableiten wollen und welche, die Sie integrieren wollen. Und Sie möchten natürlich gerne diese Funktion ableiten, dann wird es gut. Das heißt, Sie setzen hier das gleich U, das setzen wir gleich U und das setzen wir gleich V'. Also das heißt, wir sagen, U ist gleich X und V' ist gleich Cosinus X. Und wenn ich diese Formel hier ausrechnen möchte, die Terme dieser Formel, dann muss ich daraus, brauche ich das U' und ich brauche das Integral von V'. So, also U' ist einfach, das ist dann gleich 1 und V, das Integral von Cosinus X, ist gleich minus Sinus. Ich lasse die Konstanten weg, die kommen ganz zum Schluss. Ja, also das ist das Ergebnis von dieser Überlegung. Und jetzt schreibe ich dahin, wenn ich das gemacht habe, dann wird aus unserem Integral i dieser rechte Term. Vielleicht viel Fehler gemacht. Ohne das Minus, bei Sinus. Cosinus integriert gibt es uns. Danke. Wir sind noch alle wach. Okay, und jetzt benutze ich diese Formel hier. Also unser Integral ist jetzt u mal v, das heißt, ich muss das mit dem multiplizieren. Also x mal Sinus x. Und dann kommt Minus und jetzt kommt ein neues Integral. Und das neue Integral besteht aus u' mal v von x. u' steht hier, das ist 1, mal v von x, das ist Sinus x. Und das ist jetzt ein einfaches Integral. Ich auf diese Weise, mit Hilfe dieser Formel der partiellen Integration, habe ich aus diesem Integral über eine Formel ein Grundintegral gemacht. Weil der Faktor hier vorne nichts ändert, also der Sinus integriert gibt. Was? Minus. Jetzt kommt Minus Cosinus. Also steht hier, das ist gleich x mal Sinus x und dann Minus Minus, also plus Cosinus x plus c. Sehen Sie den Trick? Ne? Nochmal. Sie haben hier ein Produkt von zwei Funktionen. Die sind ziemlich verschieden. Das eine ist eine transzendente Funktion. Die hat den Vorteil, ich kenne deren Integrale einfach. Ja? Das heißt, die Funktion kann ich leicht integrieren. Deshalb setze ich sie gleich V'. Und die Funktion ableiten,
bringt was, nämlich wenn ich sie ableite, wird 1. Und dann wird es ein einfacher Ausdruck hier drin. Das ist der Witz. Okay. Ich muss mal fragen, wer kennt partielle Integration? Gegenprobe, wer kennt es nicht? Okay.